Hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, mein Secret Sitzsalon von La Nord ist gekommen. Ich hatte es bei Casa Cennina gekauft und man konnte es vorbestellen und es hat schon eine Weile gedauert, aber heute kann ich es hier in den Händen halten. Genau, es kam mit Hermes und ja, so sieht's aus. In der Facebook-Gruppe gibt es noch ein anderes Bild, aber ja, wie ihr ja wisst, ist es ja immer noch geheim und man weiß halt nicht, was es ist. Das Hauptmotto diesmal lautet Home and Garden, also Haus und Garten oder Heim und Garten. Und ich hoffe mal, dass nicht von Marilyn Bastan ist, glaube ich. Also ich habe jedenfalls nicht gesehen, ob da ein Designer vermerkt ist. Werde ich vielleicht vom Stil diesmal verschont bleiben. Na, wir schauen mal. Ja, ich habe mich wieder für Easy Count entschieden. Und zwar sind das 27 CT. Dann wird es 24 mal 33 cm groß. Das ist allgemein hier, bekommt ihr auch bei Cross-Stitch Corner und ich glaube dann die deutschen Händler werden das auch haben. Aber wie gesagt, ich habe es bei Casa Cennina gekauft. Ich würde auch alles Wissenswerte wieder in die Infobox verlinken, auch wo ich das gekauft habe. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch selbst entscheiden. Man muss nicht, aber wenn man neue Informationen haben möchte und so, bei Facebook in die Gruppe mit rein. Und ja, und da ist ja dann auch nochmal alles detailliert beschrieben und auch die Shops, wo das zu kaufen gibt, weil das ja wirklich verschiedene Länder betrifft oder die dran teilnehmen können. Ja, so sieht es aus. Also hier erkennt man natürlich schon Blumen, aber ich gehe mal aus und hoffe, dass es auch was anderes Schönes ist. Ja gut, ich wollte natürlich auch einen Clownsfisch, habe ich nicht bekommen. Ich habe so eine komische Schildkröte bekommen. Aber im vorhergehenden Secret Sitzsalon. Aber ich erhoffe mir so vielleicht ein Wasserhahn, ich will jetzt nicht sagen verrosteter Wasserhahn, aber sowas und dann mit Blumen so daneben oder irgendwie eine Schale oder irgendwas von Home and Garden, keine Ahnung. Und jetzt kommt's Beste, die Farben. Boah, herrlich. Also ich werde das ja wieder abmachen hier, ne? Ich mache sie auf meine Garn Organizer selbst drauf. Ich habe ja da mein Herz, was ich bestickt habe. Und dann noch ein anderes, weil hier sind 20. Wie viele Farben wären es diesmal? 38. Ich glaube, 38 waren es jetzt auch. Das ist eine gute Frage, ne? Weil es schon fertig ist. Ich habe jetzt hier gerade meinen Eisvogel. Oh, entschuldigt. Der hat hier 54 Farben. Also 38 Farben finde ich super, finde ich wirklich super. Und dann schauen wir uns das mal an. Kann ich das so gut erkennen oder soll ich hier in Weiß? So, ne? Dann sieht man das doch besser. So, wie die Profis machen wir das jetzt hier. So, also es beginnt hier mit Blautöne, denn so ein richtiges schönes Flieder. Oh. Und dann hier so, das ist schon das Wahre. Das ist schon echt das Wahre. Dann hier, ja, da bin ich auch gespannt, was man hier mit diesem so beige, gold, hellbraun oder sowas, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist Farbverlaufsgarn. Ach nein, das sind ja, ach ich erst. Das sind ja zwei unterschiedliche. So, ja, denn das Weiß, das wird sicherlich mit dazu sein, immer, obwohl man das auf Weiß nicht gerade sehr gut sieht, aber gut.
Dann hier die Grüntöne. Ja, ich sag mal, es muss ja Garten, muss ja irgendwas mit Pflanzen, Blümchen und so weiter sein. Und dann das hier. Oh, ich liebe so, das ist so, das ist kein Blau in dem Sinn, das sind so Türkis, verschiedene Türkis Nuancen. Und dann hier so ein richtiges schönes, so ein Babyblau. Da ist ganz wenig dabei. Okay, ach je. Und dann hier dieses Royalblau, nenne ich es mal. Aber hier so diese Farben, herrlich. Also 38 Farben. Och, da freue ich mich schon. Dann also ist hier nochmal eine Beschreibung dazu und der Stoff, den nehme ich mal jetzt raus. Wir machen erstmal den Stoff. Ja, das ist ja wieder mein Lieblingsstoff, ne? Hier ist wieder die Nadel bei. Einige Nadeln, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt vielleicht besser ist, sie glänzt für mich jetzt mal besser, ist gerade. Es gab, ich weiß gar nicht, wer, ach entschuldigt, wer damals bei dem, das mal mein, zeig das mal. Bei meinem Eisvogel und auch vorher, seht ihr das, wie sie die biegen? Da konnte man, ich glaube, das war bei meinem Blumenbild, wo ich diese Schrift mit dazu hatte, verbiegt sich das dann. Und dann konnte man eben bei Lanart, war das. Na, jedenfalls auf der Facebook-Gruppe Facebook-Seite konnte man sich dann noch mal eine neue Nadel bestellen. Aber ich habe die immer noch. Ich meine, die hält ja, das sind halt nur verbogen. Und mal sehen, wie die ist. Aber ich glaube, die sieht schon ein bisschen anders aus. Aber ja, also wie gesagt, das ist dieser wunderbare Stoff, mit dem ich so gerne sticke. Macht man ja 2 über 2, ne? So, ich weiß gar nicht, wer von euch auch Interesse hat, daran teilzunehmen. Ich weiß von zweien, also von der Vicky weiß ich, sie macht das nie wieder, hat sie gemeint. Höchstens, es kommt mal irgendwas mit Wölfe. Und ich weiß gar nicht, die Michaela von Crafted by Kedush, Shadow Kitty hat ja auch das gemacht und ich weiß gar nicht, inwieweit sie das dann noch mal machen möchte. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich liebe das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich liebe das, etwas anzufangen, wo ich nicht weiß, was es wird. Ich weiß nicht warum. Ich habe so viele Projekte, wo ich genau weiß, was es wird und ich suche mir die auch aus, weil die mir gefallen. Und es kostet alles natürlich auch viel Geld, auch das hier. Und ja, da möchte man wahrscheinlich auch Sachen haben, die man weiß und die, ne, wie man sich identifizieren kann damit. Ja, der letzte Secret Sitchalong mit der Schildkröte. Ja, naja. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so ganz meins, aber ich bin trotzdem froh und stolz, dass ich es fertig machen konnte. So, hier in diesem Fall ist es so, dass es auch wieder, ich glaube, das letzte war jetzt auch 14 Wochen, also über 14 Wochen geht. Oder was, 13 Wochen letztens? Ist egal. Diesmal sind es 14 Wochen. Und es beginnt offiziell am 8. März. Man kann sich aber, hier steht auch alles nochmal drauf, ab dem 8. März werden Sie wöchentlich über einen Zeitraum von 14 Wochen stückchenweise die Anleitung über Facebook oder per E-Mail bekommen. Ne? Also es gibt auch die jedes Mal in der Facebook-Gruppe, falls man da irgendwas nicht, ja. E-Mail-mäßig mal nicht was bekommt oder irgendwie sowas. Also da funktioniert es. Man kann es aber ab 9. Februar kann man sich, um dran teilzunehmen, über Facebook oder unsere Webseite anmelden. Steht dann auch nochmal alles beschrieben.
Und ab Februar, 9. Februar, kann man sich registrieren lassen. Die Registrierung ist wichtig, auch wie ich. Ich bin ja schon, ich mache das ja schon einige Zeit und immer wieder muss man sich halt dort neu registrieren, um dann die PDF-Dateien per E-Mail zu bekommen. Ja, mit Namen, da muss man bestätigen, da irgendwas. Also das ist kein Hexenwerk, bloß weil es persönliche Daten sind, möchte ich das nicht zeigen. Aber wie gesagt, das steht alles drin und ihr kennt ja meine Videos dazu. Also wer Lust und Laune hat, kann ja daran teilnehmen mit. Ja, das ist so das, genau. Also es ist alles vollständig. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Farben es offiziell sind. Ich gehe jetzt mal von 38 aus, weil die hier drin sind. Das war bis jetzt immer korrekt. Und am 8. März, wie gesagt, kommt ja die erste PDF und dann ist auch die Legende dabei. Und dann kann man das alles schön machen. Ja. Ja, meine Lieben, was sagt ihr dazu? Erstmal, wie findet ihr das Motto Home and Garden? Ich finde es schön. Mal sehen, was mich uns erwartet, wer alles daran teilnehmen möchte. Dann ja, danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal schreiben, wer von euch dran teilnimmt oder auch wer nicht mehr dran teilnimmt. Ja, und dann wünsche ich uns eine schöne Zeit. Bis dann, eure Stickliesel.